Sex auf dem Uniplatz. Das ist der Name einer Veranstaltung von Studenten für Studenten. Inwiefern der Name Programm ist, hat Uni-TVlerin Tina herausgefunden. Lesen, Schreiben, Rechnen, das war alles heute Vormittag. Jetzt wird sie richtig dreckig in Halle an der Uni. Sex auf dem Uniplatz. Ja, hier bei mir sitzt jetzt Julia, eine der Organisatoren von Sex auf dem Uniplatz. Julia, erzähl uns doch mal, wie die Idee so entstanden ist. Hervorgegangen ist dieses Konzert aus dem Bildungsstreik letzten Jahres. Da haben wir angefangen, so ein bisschen Konzerte zu organisieren. Mhm. Und im Rahmen der Aktionswoche letztes Jahr haben wir dann ein bisschen größeres Konzert auf dem Uniplatz gemacht. Und das war irgendwie ein ziemlicher Erfolg so. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, das nochmal zu machen. Welche Bands spielen denn heute hier? Also gerade noch spielen die Oja Jam Band. Die machen so ganz schöne Reggae-Ska-Mischmusik. Und dann Lux at Kill, die kommen aus Leipzig, machen so Kick-Ass-Rock, haben sie mir gesagt. Dann noch Footsteps, auch aus Leipzig. Und die machen Bluesrock. Sex auf dem Uniplatz, was versteht man denn da drunter? Ja, ein paar coole Bands zu sehen und coole Musik, coole Leute. Dass coole Bands kommen, massig viele Leute, wo ja schon der Anfang gemacht ist. Ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass es wirklich Sex auf dem Uniplatz gibt, aber ich dachte, ja, bestimmt coole Beats und dann einfach am späten Abend eine coole Party. Darf ich jetzt mal die Frage stellen, gibt es heute noch Sex und zwar hier auf dem Uniplatz? Darfst du nicht. Nicht? Dann frage ich einfach so, gibt es Sex hier auf dem Uniplatz heute? Also ja, aber nicht schon, bei uns.